Moin Leute, ja, ich bin jetzt immer noch hier in Valladolid, wo ich gestern abgeladen hatte, beim Kunden hier bei Prima Frio und nur jetzt auf der anderen Seite vom Gebäude. Und ja, wie angekündigt, habe ich jetzt auch einen neuen Trailer dran, also jetzt nicht mehr hier Container schubsen, sondern jetzt den Trockenfrachtkoffer. Ich dachte, wäre ein Kühler, ne, ist Trockenfrachtkoffer, ich drauf habe. Und ja, wohin geht's? Es geht nach, aber dazu gleich mehr, aber es geht nach Gijón, also Richtung Nordspanien. Und ja, ich kriege jetzt hier, oder die sind schon dabei, wie ihr hören könnt, Stoßdämpfer kriege ich draufgeladen und ja, jetzt warte ich hier, trinke hier mein Käffchen und dass sie hier soweit sind. Und ja, ich glaube, die sind schon soweit. Dann kann ich mir mal jetzt die Papiere abholen, wenn sie soweit fertig haben. Und dann geht die wilde Fahrt los als solches, ne? Okidoki. Dann lasst uns mal jetzt hier weitermachen. Okay, ich bin jetzt hier bei der Abfahrtskontrolle. Ja, alles gut. Hat soweit alles gut geklappt. Ja, zum Glück auch, ne? Und ja. So, dass wir uns ja hier nicht länger wie nötig hier aufhalten, ne? Ja. Oh, ist super Taco. Jo. Na, hat er noch was vergessen? Ne, der macht jetzt sauber. Ja, ein bisschen alles hier. Um einer Beladung wahrscheinlich. So, weiter hier im Text. Oh. Okay. Dann hoch hier und weiter im Text hier. So. Da soweit auch alles hier wie sein soll. Okay. Dann können wir jetzt reingehen oder reinhüpfen in die gute Stube. So, genau. Und ab dafür, ne? So, ach, Moment, witzig, das habe ich ja vergessen, Leute. So, schauen wir mal rein hier, das, was ich reinbekommen habe, mal unsere Tour hier. So, wie gesagt, es geht Frachtauftrag von Valladolid nach Gijón. Also Fracht 16 Tonnen an Stoßdämpfern. Fahrstrecke, ja, 370 Kilometer ist es angegeben. Erwartet, ja, zwischen, sollte man schaffen, ne? 11.35 Uhr und 8.15 Uhr Fahrzeit. Ja, 4 Stunden 59, also gute 5 Stunden, sage ich mal. Und die Vergütung ist ja auch nicht so schlecht. 1367 Euro brutto. Jo, alles gut. Dann wollen wir mal. So, jetzt können wir losdüsen. Haben wir jetzt so alles erledigt, was wir machen wollten, mussten, als solches. Und ja, dann wollen wir mal, ne? Jetzt wird mal drehen hier. Route neu berechnen. Ja, ja, Helga. Ich bin doch noch hier auf dem Gelände. Was willst du denn hier neu berechnen? Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Kein Problem. Ich finde eine neue. Helga ist schon wieder durcheinander. Das geht ja gut los mit dir. So. Okay. Kommen wir mal hier raus. Ganz easy peasy. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Na klar. Ist ja nichts los. Zum Glück. Da ist ja noch eine Firma da. Nimm diese Ausfahrt. Könnt ihr alles hier zu Prima Frio. Dritte Ausfahrt nehmen. Ja, machen wir doch.
Ui, ui, ui. Ja gut, ich hätte auch gucken können, ne? Habe ich jetzt in diesem Falle. Ja, habe ich jetzt in diesem Falle nicht gemacht. Ein bisschen über die Wiese gefahren, aber ist nicht schlimm. Ist alles Taco. So, mein Gott. Ja, die Aktion von der letzten Folge, naja. Wer es noch nicht gesehen haben sollte, gerne mal reinluschern. Oh, so eine kleine. Naja, ich sag mal Schrecksekunde, ne? Oder nochmals Glück gehabt, sag ich mal so. Aber gut. Wir haben es überstanden. Als solches. Ampel wieder auf. Nimm diese Ausfahrt. Ja, klar. Ja, rot. Warum denn auch nicht? Es dauert und dauert. Jetzt sollen wir weiterfahren. So, jetzt hat das jetzt. Erstmal für die nächsten Touren machen wir jetzt erstmal, also hat das jetzt geklappt, das wollte ich sagen. Bitte links halten. Und ja, wie war es schon so mit dem, dass wir jetzt wieder wechseln werden, hatte ja Hannes mir ja schon vorletzte Tour ja schon so angekündigt, dass ich jetzt, ja, nicht jetzt, dass ich jetzt den Container, den ich gefahren bin, letzte Folge, das hat er so nicht gesagt, aber dass ich da demnächst so einiges so ändern würde. Mit dem Hin- und Herwechseln, weil sich das jetzt ja von der Disposition nicht anders regeln lässt. Ja. Okay. Dann machen wir das so. Kein Problem. Solange die anderen, sage ich mal, auch so weit informiert sind, ne, dass wir da keine Wartezeiten haben, wenn eine dorthin will und hier und da. Ne. Solange wir nicht ausreichende Trailer haben, müssen wir natürlich so ein bisschen ja, sehr flexibel sein. Wetterchen aus. Naja. Mal von außen mal ein bisschen gucken. Päuschen machen oder machen wir kein Päuschen oder doch Päuschen oder. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Jetzt habe ich jetzt nichts eingegeben, kein Wegpunkt, aber. Kommen wir kurz hier mal reinluschern. Habe ich ja vergessen zu machen, ne? Hier die, ja, unsere Tour halt, ne? Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt hier auf der, ja, mehr oder weniger, kann man so sagen, gerade losgefahren, ja, von Valladolid aus, waren wir auf der 6. Ja, dann geht's weiter durch León. Und ja, waren auf der A66 und bleiben dann da drauf bis nach Giron. Jawohl, so sieht's aus. Aber was ich ja eigentlich schauen wollte, ob ich hier. Mö,
Sieht nicht so aus, ne? Ne, da bin ich aber eigentlich. Jetzt haben wir noch 321. Können ja mal hier gucken, vielleicht ist da irgendwas. Auf jeden Fall ist das so ein Aussichtspunkt. Ja, ist was Interessantes hier zu luschern. Mal gucken. Ja, warum nicht? Na Leute, warum Okay, nicht? wir fahren los. Ja, wir fahren los, wir fahren weiter. Wir sind los. So, Helga. So. Okay. Das ist klar. Unfall. Unfall, ne? Jo. So, wie ein Fröschlein, Fröschlein im Hals. Das ist eine Kolkwappe, mein Gott. So. Bitte rechts halten. Ja. Machen wir doch. Was unterwegs hier, ne? Würde ich mal sagen. Kommt wieder einer angebraust, aber gut, der ist dann auch ein bisschen weiter weg von mir. Obwohl, komm, husch darüber. Bleibt mir alles fern hier. Also, ja, also die letzte Folge. Kann ich immer wieder sagen, also da habe ich ja wirklich, also boah, echt Glück gehabt. Ich konnte ja als solches ja auch nicht anders reagieren. Ja. Jetzt hier abgebremst, muss er wieder hier auf Touren kommen. Und ja, also. Kam von rechts, kam einer, von links kam einer, der einfach draufgefahren ist. Eine Auffahrt war das, also wirklich. Also war schon nicht mehr schön. Da habe ich das schon, ich habe das schon knallen gesehen. Also wirklich, also jetzt ist vorbei. Ich kann ihn nicht mehr ausweichen. Jetzt hast du den Crash, ja, voll eingetütet. Ja. Hier hätten wir rauffahren können. Aber wir haben ja einen Wegpunkt gesetzt, da beim Aussichtspunkt ist ja egal. Als solches. Wir haben genug Zeit. Ja, das ist also wirklich. Ist ja ganz was Neues bei mir, ne? Ich habe Zeit. Wo habe ich denn Zeit? Da wieder eine Strategie. Ja. Bei den zwei Touren jetzt, die wir jetzt bislang hatten, na gut, aber zeitmäßig, ja, wie auch jetzt, haben wir einen großen Puffer, ne? Aber naja, kommt auch bestimmt wieder mal anders, garantiert. Da braucht jetzt nur dann, ja, jetzt mal wieder ausweichen, jetzt kommt da die, der fährt jetzt noch auf seine Spur. Da braucht jetzt nur eine Baustelle.
irgendwo und dann Unfall, eine Umleitung, hast nicht gesehen, von zig Kilometern und ja, dann schaffen wir das wieder nicht. Das Übliche halt, ne? Unverhofft kommt oft, ne? Ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber wo wir nicht jetzt so negativ an die Sache rangehen, bisher klappt das ja ganz gut, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Jo. Biege nach rechts ab. Machen wir. Soweit alles im grünen Bereich. Also von daher hat doch keiner. Nein. Ja, du bremst ab oder? Oder soll ich jetzt in die Eisen gehen? Wohl weniger, ne? Ja. So. Von der Zeit unterwegs. Oh, die Brücke. Sehr gut. Hat er sich gut wieder dazwischen gemogelt, der Kollege, ne? Der Kollege, der Kollege, der Kollege. Ja. Kollege Sonnenschein. Ganz, ganz astrein war das nicht, ne? Aber das weißt du ja bestimmt, bitte, ne? Links halten. Ja. Ist ja ganz schön heftig was los hier. LKW-Verkehr, also ist hier ohne Ende auf dieser Route, ne? Kann ich schon sagen. Jetzt gucken wir mal zur Abwechslung meine Mordstelle. Ja, läuft. Ah, Automatik hier. Machen wir mal durch, ne? Ja, komm. Peugeot, ne? So, ne? Bei Ford. Okay. Der Wegpunkt jetzt irgendwann, müsste eigentlich, ne? So weit ist das gar nicht mehr so ein Piste wohl. Ja, 24 Kilometer. Ah, okay, läuft. Weiter im Text. Sehr gut.
schauen wir uns ein bisschen in die Gegend an. Sieht ja ganz nice aus hier. Schauen wir mal hier raus, ne? Ich denke mal, dass ich hier rausfahren kann. Jo. Parkplatz hier. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, ja. Oh, guck mal, so ein Käffchen. Immer geradeaus neue Route finden. Käffchen trinken, machen wir uns dann selber. Wir haben ja alles an Bord, natürlich. Und dann, ja. Okay. Und schauen wir uns gleichzeitig mal ein bisschen hier das an. Und wie gesagt, Zeit haben wir ja, ne? Wenn wir eins haben, zumindest jetzt bei diesen letzten beiden Touren, ist es Zeit. Junge, Junge. Das ist aus meinem Munde. Okay. Dann machen wir ein bisschen Sightseeing, Leute. Aber nur ein bisschen. Okay. Ist das herrlich. Hätte man hier ein bisschen länger verweilen, ne? Also die Stille hier, schön. Ja. Da habe ich auch schon ein paar Bilderchen gemacht. Herrlich. Oh, schick doch. Schön hier. Aber nützt ja nichts. Ja, ich weiß. Ich muss weiter. Wo ich ja noch ein bisschen Zeit hätte. Aber nein, ich gehe weiter. Oder ich fahre weiter. Schön. Da ist so drumherum hier. Schick, schick. Auch da, so. Rundherum hier alles. Steht auch keiner oben, wann welche ein paar Touris, aber ja, das Übliche halt, ne? So, mal reingehen hier, genau. Hüpfen wir mal rein. Genau. So. Ach ja. Weiter geht's. Köpfchen habe ich mir auch reingefügt, selbstgemacht. So. Ja, sind ja von den Touristen, die da oben da fotografiert haben vorhin. Da rumsaßen. Mal gucken, wie hier noch raufkommen, ne? Jetzt, ja, lässt er mich nicht? Ja, er lässt mich, oh, ist das nett. Finde ich ja fabulös. Das sieht nicht immer.
schlecht, Junge. Kann sagen. Ja, oder? Schon schick aus. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Huschen hier. Ist da rübergefahren, um den zu überholen. Klappt aber Zeuges nicht so, ne? Mein Freund. Jetzt ist er weg. Fährt ab. Wir fahren dann auch ab. So. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Ah ja. Ich weiß doch. Ach, geht schneller. So. Ich run. Genau. War gleich da. Ja, 50. Matze, 50. Ja. Ja, ist doch gut. Ja, dabei. Wollen wir die Geschwindigkeit ein bisschen mitnehmen, ne? Jetzt. Am Kreisverkehr ja. Dritte Ausfahrt nehmen. Okay. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt.
demnächst rechts abbiegen. Jo. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Da sind wir doch schon. Biege nach links ab. Ich glaube, ist jetzt auch schon länger her. Ja, ja, auf alle Fälle. Aber ich glaube, hier war ich schon mal. Kommt mir so von der Einfahrt hier alles so recht bekannt vor. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das kommt mir alles hier. Kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. Aber das ist bestimmt schon, das ist schon lange her. Demnächst rechts abbiegen. Schon ein Jahr bestimmt, schon fast ein Jahr. Stimmt. Einfach hier rauf jetzt, oder was? Okay, ja, dann machen wir das. Biege nach rechts ab. Wie, die warten da alle zum Abfertigen? Ach, wir du sind fertig. Mann. Und dann steht mir ja was bevor hier. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, toll. Oh, vielleicht will ich ja woanders abgefertigt. Mal schauen. Uiuiui. Okay, Leute. Dann mal bis gleich. Ja, Leute, wie ihr schon sehen könnt, da stehen eine Menge. Und da steht auch eine Menge, das habt ihr ja vorhin schon gesehen, wo wir reingefahren sind, aufs Gelände. Ja, und was ich mir gedacht habe, sehr gut, ne? Ja, jetzt kommt es schon mit so einem großen Zeitpuffer hier an. Warte, machst du verkehrt, wie immer. Und jetzt haben sie mir gesagt, 2 bis 3 Stunden Wartezeit mindestens. Also, ja, da wird der Arzt sich jetzt mal aufs Öhrchen legen, ne? Ja. Oder Däumchen drehen. Nee, dann lieber aufs Öhrchen legen. Ist effektiver für mich. Okay, nützt ja nichts, Leute. Dann sage ich mal, war's das für diese Folge. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und ja, ich hoffe, ihr seid bei meinen anderen Sachen auch mit am Start. Aber auch beim ATS und ja, die ganzen Tutorials, die ich am Start habe. Schaut mal gerne rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, in diesem Sinne sage ich jetzt mal, bleib schön artig und ja, weiterhin gesund natürlich, das auf jeden Fall, wisst ihr ja. Und ja, in diesem Sinne, schön die Stoßstangen sauber halten und hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.